Hi, hallo, meine lieben Freunde. Wir sind mal wieder hier in Enchantia und wir haben zu allerletzt hier diesen Pilztrank gebraut. Den müssen wir ja unbedingt dem Zwergenprinzen bringen. Ja, und inzwischen haben wir auch das neue Jahr, also 2014 ist angebrochen. Und ich wünsche euch noch einmal hier nachträglich ein frohes Neues. Ja, ist jetzt schon zwar ein paar Tage her, aber das soll uns nicht stören. Ich finde, das kann man noch eine ganze Weile immer nachträglich weiter wünschen. Und jetzt reden wir noch mal ganz kurz mit unserem Freund. Ja, wir sollen... wir gehen jetzt mal. Wir haben ja den Trank, ne? Denke ich, gehen wir ins Eisenreich. So, können wir mit ihr noch was reden? Ja. Dankeschön. Sie hat uns jetzt auch noch mal gesagt, dass das Rezept im Mitternachtswald war. Das haben wir ja gefunden. Dementsprechend werden wir dann mal hier wieder ins Eisenreich gehen. Laufen mal hier rein. Und gucken uns mal an. Ach, das... Ne. Das war gar nicht hier, ne? Ich bin ein bisschen... Es ist jetzt schon etwas wieder her, dass wir die Aufnahme gemacht haben. Und wir müssen in die andere Richtung. Mhm. So, da ist er. Der Prinz. Und dann reden wir mal mit dem Herrn. Bitte, geh zu Ambrose Palace und sieh, ob jemand da weiß, wie ich meinen Sohn revive. Pilztrank. Können wir dir mal geben, vielleicht? Sehr schön. Boren. My dear son. I'm sorry, father. Though the herbal mushroom potion broke my curse, my wounds are too great. Not even sorcery will be able to extend my life this time. Thank you, father, for staying by my side all these years. Thank you for your help. Father, my last wish is for you to help this kind stranger who has done so much for me. I'm sorry, Father. My time is up. Please, take care of yourself and go and live a happy life. I love you very much. Ja, das war ja eine sehr ergreifende Szene. Jetzt haben wir den Prinzen eigentlich retten wollen und im Endeffekt ist er jetzt gestorben. Aber vielleicht wollte der das ja auch. Also vielleicht hat er jetzt lange genug da im Koma gelegen und freut sich, dass es jetzt endlich vorbei ist. Und der König, der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht so freuen, aber wir reden trotzdem mal mit ihm. Take this key to the vault. Gather whatever treasures you need. Nimm diesen Schlüssel zum Gewölbe, nimm alles, was du brauchst. Okay, wir haben den Schlüssel erhalten. Leave me be. Lass mich, ich möchte um meinen Sohn trauern. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. So, was gibt's hier? Das ist nur der Erlass. Hm. Da ist nix. Hier haben wir was. Ah, ich weiß jetzt, was da rein muss. Da muss der Diamant... Und noch Juwelen. Also die Wurmmünze wird es nicht sein. Da müssen wir nochmal andere königlichen Juwelen finden. Gehen wir mal da hoch. Der Thron ist vollkommen verstaubt. Da können wir nicht hin. Gut, wir haben einen Schlüssel zum Gewölbe erhalten. Schauen wir doch mal, wo der uns irgendwie hinführt. Hier scheint aber keine Tür zu sein oder so. Gehen wir mal zurück. Hier ist jetzt auch nichts. Kann man vielleicht dann... Nee, das war nichts hier. Das ist nur von dem Golem alles noch. Manchmal ergeben sich ja wieder neue Wimmelbilder und deswegen gucke ich mir alles hier gerade nochmal genau an.
Kann sein, dass der uns jetzt reinlässt. Der Prinz ist tot? Welch Befreiung! Ich wollte diesem thronräuberischen Rotblüter und seinem Sohn niemals dienen. Doch mein Eid an den Blaublutkönig hat mich an diesen Ort gebunden. Ohne Erben und ohne Untertanen ist dieses Königreich nicht mehr. Ich bin endlich frei. Ja, der Witch, der freut sich hier total, weil er jetzt frei ist. Und wir freuen uns auch. Hier, ich habe ein altes Fragment für dich. Der Blaublutkönig hat es mir gegeben. Dieses Fragment gehört angeblich den Himmelsvögeln, einem Volk, das zu der Zeit der Alten gelebt hat. Ich kann diese alten Dinge nicht gebrauchen. Du sollst es haben. Lebe wohl. Mhm. Kopf des Artefaktes haben wir erhalten. So. Können wir denn jetzt auch da reingehen? Die Himmelsvögel werden den Auserwählten senden. Um mithilfe der Singvögel. Ja, ich glaube, das ist... Eigentlich sieht es aus, als ob man da noch rein kann, aber ich wüsste jetzt im Moment nicht wie. Also. Können wir da vielleicht mit einem Schlüssel dann jetzt hier rein? Nein. So, das eisige Werkzeug fehlt immer noch. Wir haben den Feuerhammer. Den kriegt sie mal. Und das eisige Werkzeug müssen wir halt noch finden. Schauen wir uns doch einfach nochmal genauer um. Wir haben ja einen Schlüssel zum Gewölbe erhalten. Nein. Könnte uns das hier jetzt irgendwie weiterbringen? Wir haben doch die Flügel, die müssten doch hier reinpassen, ne? Mhm. Fein, jetzt haben wir hier das zweite Goldblatt. Oh. Nicht gut. Monster Bird will not hurt friend. Golem wird ein wenig schlafen. Tja, das hat er aber sehr gut gemacht, muss ich sagen, weil er uns immerhin gerettet hat. Ja, der Feuervogel, der hat uns ja hier gerade ziemlich überrascht und da war der Golem schon ziemlich nett, dass er uns da gerettet hat. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben. So, das ist nur ein kleines Teil des Ganzen. Und ich bin ja doch sehr gespannt, was wir hier noch alles finden müssen, um dann da letztendlich rein zu kommen. Gehen wir mal zurück und wieder mal hier rein, weil hier fehlt ja noch das zweite Blatt. So, Gold und Silber. Was bekommen wir jetzt? Einen schwarzen Diamant. So, und ich weiß, der gehört bestimmt hier in die Krone. Yes. Eishammer. So, hier ist ein Hin- und Herlaufen in dieser Folge. Das muss man auch mal gesagt haben. Kommt man ja beinahe durcheinander. Also das ist... Ich glaube, hier müssen wir rein. Genau. Eishammer. Bitteschön. Die Türen öffnen sich. Endlich kann ich den gut beschützten Raum betreten. Ja, dann nichts wie rein da. So, wir haben das zweite Singvogelei bekommen.
Nein, der ist aber auch süß. Guckt euch den an. Guckt euch beide an. Also, wir haben der Singvogel, der neue, heißt Seengras. Der grüne. Mondlicht und Seengras. Ah, you found the second song. Ah, du hast den zweiten Singvogel gefunden. Gut gemacht. Ich habe nachgeforscht und herausgefunden, wo sich die zwei letzten Singvögel-Eier befinden. Die Anführerin des Pferdeclans hat eins und der Anführer des Wolfsclans das andere. Ah, ja. Die zwei Clans der Menschen leben im Ruinental und sie stehen kurz vor einem Krieg. Du musst herausfinden, wie du diese Eier von ihnen bekommst. Ich bleibe derweil hier und suche weiter nach Hinweisen zum Aufenthaltsort der Phönixkönigin. Jawohl. Pferdeabzeichen haben wir bekommen. Und wir können einen neuen Ort besuchen. Und ich glaube, meine Freunde, nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt auch nochmal hier gleich hin, aber ich habe so das Gefühl, wir sind im Eisenreich noch lang nicht fertig. Ich denke, da gibt es noch einiges, was wir entdecken müssen und lösen müssen. Die ganzen Wandbilder sind ja alle noch nicht vollständig. Und jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. The fertile Valley of Ruins is now inhabited by two opposing human tribes. Tension between the tribes is high, and a war might break out at any moment. Travelers should be cautious when journeying there. Okay, heißt hier könnte es anscheinend gefährlich werden? Ich glaube, es hat gerade wieder mal geruckelt im Video, wenn ich das richtig gesehen habe. Es tut mir leid, ich habe halt nur einen Laptop. Es ist dabei. Ich habe das Spiel mit dem Game Booster gestartet und ich denke, das hat hier was mit der aufwendigen Grafik zu tun. Mein PC schafft das anscheinend einfach nicht besser. Schaufel. Und. Ah. Ja, ich weiß, das haben wir. Das müssen wir auch einfügen im Eisenreich. In das Bild. Und wir haben noch. Wir haben noch eine Fischgräte erhalten. Okay, da können wir langlaufen. Hier muss irgendwas rein. Und zwar ein Skorpion. Da das Adlertotem noch nicht aktiviert wurde, kann hier noch nichts eingesetzt werden. Ich glaube, dass da vielleicht die Wurmmünze rein muss. Adler fressen ja bestimmt auch mal Würmer vielleicht. Oder da. Fisch. Das Fischtotem schläft immer noch. Mhm. Alles klar. Fische und Würmer. Oder es gibt noch eine dritte für Würmer extra. Ich muss etwas mit scharfen Zähnen einsetzen, um das Tor zur Wasserversorgung des Tals zu öffnen. Ja, bei den Menschen scheint hier alles so ein bisschen im Indianerstil gehalten zu sein mit Fischtotem. Und Adlertotem und Wolfsfigur. Ah. Dort befindet sich eine Waffe im Wasser, aber sie ist außer Reichweite. Wie komme ich daran, ohne nass zu werden? Ja, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, wenn man mal nass wird. Kann man da nicht einfach mal so reinsteigen und das mal rausholen, der Einfachheit halber? Wahrscheinlich nicht. Jo, da hinten. In dieser Tür fehlen klauenförmige Griffe. Also hier scheint es im Moment noch gar nichts weiter zu geben. Diese Säulen sind Überreste der Gebäude, die die ersten Siedler des Wolfsclans vor vielen Generationen errichtet haben. Jo. Der Boden hier ist trocken und staubig. Der Wolfsclan ist nicht darauf bedacht, die Landschaft zu erhalten. Sind die Menschen ja meistens nicht. So umweltbewusst und sowas. Ah, hier können wir... Ja. Können wir auch noch gucken. Überreste prähistorischer Tiere, sowie diese, finden sich überall im Ruinental. Der Pferdeclan und der Wolfsclan
könnten jeden Moment in den Krieg ziehen. Gehen wir doch mal noch mal ganz kurz hier drüben hin. Ja, dann hier haben wir ein Wimmelbild, sehe ich ja gleich. Hier haben wir ein Pferd. Die Mitglieder des Pferdeklans gehen eine symbiotische Partnerschaft mit ihren Pferden ein. Okay. Also reden wir mal mit dir. Wer bist du denn? Unsere Anführerin bereitet sich auf den Kampf vor. Sie empfängt derzeit keinen Besuch. Gut, das war eine kurze, klare Info. Dann sehen wir mal, was wir hier noch machen können in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin sage ich euch erstmal Tschüss. Und ich freue mich auf euch und bleibt dran. Und ich freue mich auf Enchantia. Bye bye, eure Kalugia.